Yo, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Battlefield Hardline Multiplayer. Wir zocken diesmal mit der Facecam einfach nur so ein bisschen zu Testzwecken. Ich will mal gucken, wie das ankommt. Zumal mich auch Leute gefragt haben, Mensch, zock doch mal mit Facecam, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, prügelst du das Scheißding einfach mal rein hier und guckst, was draus wird. Ich habe die M39 EMR, da ein Zuschauer mich gebeten hatte, Mensch, zock doch mal diese Waffe. Deswegen versuche ich das Ding jetzt mal, aber ich merke schon, so sehr präzise ist sie nicht. Allerdings habe ich auch die ganzen Erweiterungen dafür noch nicht freigeschaltet, muss das erst noch tun. Ja, ich habe versucht, in Getaway reinzukommen. Leider Gottes, wie es halt so ist, gibt es halt kaum Server. Ja. Das ist ein bisschen traurig, aber man kann leider nichts daran ändern. Denn irgendwie stirbt Battlefield Hardline und Battlefield 4 so ein wenig aus. Und das ist eigentlich ein bisschen enorm schade, will ich mal sagen. Aber gut. Alter! Wie streut denn das Ding? Das zieht ja total nach oben, das Teil. Alles klar, Jungs, ihr seid da, das ist gut. Wow, wow. Alter! Ich hab Angst! Ist da einer von meinen Leuten? Ja. Scheiße! Ey, das ist ja richtig brutal, Mann. Die Waffe verzieht ja mal richtig, Alter. Ich hab gedacht, ey, ihr sagt mir jetzt hier eine Waffe, die mega krass ist, aber die ist mega... Naja, ich will's nicht aussprechen. Aber wir versuchen trotzdem unser Glück hier. Wir zocken natürlich Eroberung groß, denn Eroberung klein gibt's keinen Server. Genauso wie Überfall. Man tut sich wirklich schwer. Also ich habe jetzt nur auf Eroberung großen Server gefunden. Geht die Folge halt ein bisschen länger, ja. Ist ja kein Problem hier bei uns. So, okay. Oh, oh sorry. Das wollte ich nicht. Was ist denn hier? Oh, ein Fahrstuhl ist angekommen. Ich weiß auch nicht, wo sollen wir hin? Wo gehen wir hin? Wir gehen wieder hier hoch. Weil die nehmen gerade D ein, sehe ich. Mal gucken hier. Ja, eigentlich hatte ich ja vorgehabt, so Facecam Let's Plays eigentlich nur mit, also eigentlich nur bei Horrorspielen zu machen. Weil es ein bisschen zu, ja, man, ich meine, was gibt's hier großartig zu sehen, ja. Aber ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr es findet. Wenn ihr jetzt alle sagt, Mensch, es ist mega krass und viel, viel geiler und so und spricht mich viel mehr an. Und ja, dann bin ich natürlich gewillt, es auch weiterhin zu machen. Also dann gucke ich, dass ich das natürlich öfters mache. Aber dann hoffe ich auch wieder auf eure Unterstützung. Alter. Ich krieg den mit der Waffe nicht. Ich glaube, die Waffe ist so ein bisschen mehr auf Nahkampf geeignet, könnte ich fast sagen. Also ich glaube, auf die Ferne muss ich mir echt Mühe geben. Aus dem Weg, Junge. Oh, shit. Oh, das war aber auch so ein Luckshot, Alter. Die Waffe hat ja mal gerade übelst gewackelt. Ja, Mann. Du Pisser. Hinten steht auch wieder einer. Er sniped. Er sniped. Alter, was geht hier ab? Der Typ da hinten sniped. Da müssen wir vorsichtig sein. Da haben wir ihn schon. Hier eine Granate, Arschloch. Oder wie die meistens hier schimpfen. Okay, ich würde sagen, wir gucken, dass wir zu A kommen. Aber auch da hinten sind wieder Gegner. Junge, warum tötest du den nicht? Warum hat das Auto das denn nicht abgeknallt? Fuck! Ja, das war jetzt mein Fail. Aber gut, ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht. Müssen wir mal schauen, wenn wir Zeit haben. Auf jeden Fall wird das wieder eine lange Geschichte. Sorry, dass ich ihn dir geklaut habe. Kumpel! Ey, wie kann der noch 100 haben? Alles klar. Pure Logik wieder. Die Logik im Battlefield Hardline setzt sich wieder mal durch. Ganz klar. Junge, verpisst euch hier. Der King ist da. Der King of Nerd. Oh, der Heli draußen, der macht uns hier... Der will uns hier, glaube ich, ein bisschen abknallen. Aufzug. Aber nicht hier, wahrscheinlich eins höher. Jungs, was ist los? Ich hab keinen Bock rauszugehen aus.
Werfe eine Granate! Hilf mir mal jemand! Oh, ich hab jemanden getroffen, nice. Hab einen hier festgenagelt! Oh, komm! Ah, shit! Hoffentlich hat jemand Defri bei, Alter, wo ich mich dann wieder mit aufheben kann hier. Aber mein Pech hat es jetzt keinen Schwein bei. Ist wieder ganz klar hier. Ey, das dauert Ewigkeiten hier. Wir haben noch nicht mal 800 erreicht. Oh, oh, die sind hier oben, so wie es ausschaut. Oder die haben von hier drüben gesniped. Könnte ich mir auch vorstellen. Das machen sie auch ganz gerne. Noch gehört das Ding hier uns. Noch ist es in unserer Hand. Ey, die haben alles zugemint hier. Eigentlich haben die gar keine Chance, hier irgendwas einzuholen. Ich wollte die Granate werfen. Das ging natürlich jetzt nach hinten los. Agreeable. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt runterkommen, die Typen. Aber ich meine, wenn wir nichts versuchen, können wir den Sieg hier wahrscheinlich auch nicht einfahren. Komm. Komm, Junge. Ah, Mist. Lol. Was ist denn hier los? Geil. Oh, shit. Nein, bitte nicht tot. Bitte nicht tot. Ey, wo haben die mal die ganzen Granaten hierher? Ist ja unglaublich. Junge, lass mich doch mal vorbei hier. Ey, du kriegst einen auf den Schädel hier. Blöder Depp. Ich werfe eine Brille. Ihr Bastarde. Ihr Bastarde. So geil, es ist so episch. Ey, ich verstehe echt nicht, warum das Spiel nicht mehr gezockt wird. Battlefield Hardline ist eigentlich ein Mega-Game, also genauso wie Battlefield 4. Ich finde, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Aber irgendwie haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Ich weiß auch nicht. Es gibt bloß noch ganz wenige, die das zocken. Das ist eigentlich total ärgerlich, weil es wirklich Bombenspiele sind. Also mir gefällt Hardline genauso gut wie Battlefield 4. Natürlich gibt es dann mal so Tage, wo man sagt, oh nee, jetzt habe ich keinen Bock auf Hardline, jetzt will ich lieber Battlefield 4 zocken. Aber allgemein sind die Games einfach geil. Also ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir woanders was einnehmen können, weil das ist hier mal so ein Geraufe auf dem Gebäude. Da kriegst du nichts gebacken, du gimpst die ganze Zeit hier rum und hast nichts davon. Ich weiß nicht, wo gehen wir hin? Wir können ja auch runterspringen, notfalls. D ist auch schon wieder eingenommen. Das können wir natürlich hier nicht zulassen. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir wollen D wieder haben. D ist mein Zuhause. Ich weiß nicht, vielleicht hier hinten mal so rum, dass sie uns nicht gleich kommen sehen. Schwuppdiwuppdiwuppdi. Und hier auf die Treppe rauf. Gut, das kann er natürlich nicht. Das kriegt der gute Herr noch nicht gebacken. Und jetzt vorsichtig, jetzt vorsichtig. Da jemand? Okay, hier scheint keiner mehr zu sein, denn es sieht so aus, als würden wir hier das Ding einnehmen. Nur wir müssen jetzt verdammt aufpassen, weil es kann sein, dass sie gleich zurückkommen, damit sie uns hier die Base wieder klauen können. Ich versuche das Ding mal hier zu erobern. Aber ich muss vorsichtig sein. Da kommt wieder irgendein Fahrzeug da hinten. Vielleicht schaffen wir es noch. Vielleicht haben wir noch Glück und schaffen es noch. Ah, shit. Fuck. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter geht die Party hier. Komm, Junge, jetzt haben wir es gleich, Mann. Yes. Geht doch. Geht doch. Oh, ich höre Polizeiautos. Oh Mann, natürlich kommt wieder einer von links, Alter. Naja. Naja. Aber wir können direkt da... Naja, wir können jetzt nicht mehr direkt da spawnen. Warum auch immer schon wieder das Spawn weg ist. Wahrscheinlich ist einer aus unserem Squad gestorben. Und deswegen haben wir das Ding schon wieder verloren. Fuck. Noch sind wir am Führen, aber mit ganz, ganz wenig Punkte.
Diesmal lande ich hier. Oh, ist eigentlich eine geile Stelle hier eigentlich, ne? Ey, man kann sogar hier durchschießen, ist ja geil. Ah, der ist so weit weg. Das ist eigentlich eine saugeile Position hier. Aber ist schon wieder so ein Camper-Ding. Wo ist er? Komm, da ist jemand ausgestiegen. Mann, lass nach hier. Ah, shit. Da kommt auch jemand. Haben wir einen Granatwerfer oder irgendwas bei? Nee, nur so ein räudiges Kackschild. Also ich würde sagen, wir gehen mal runter hier. Ja, wir müssen verdammt aufpassen, dass sie uns hier nicht sehen. Scheiße. Na komm, wir müssen uns das Ding hier zurückholen. D. Aber alleine ist immer so eine Sache. Alleine ist ziemlich schwierig. Also, wenn keine anderen Leute hier rumgimpen, die auch das Ding zurückhaben wollen, da tut man sich dann doch ein bisschen schwer teilweise. Wir haben ein Gebiet verloren. Noch ist alles gut. Es ist noch kein Gegner da, so wie es aussieht. Noch. Die Betonung liegt auf noch. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken sollte. Ist, glaube ich, noch jemand da. Hier unten ist noch jemand. Sehr gut, aber der campt oder was? Scheint so, als wenn der campen würde, der Typ. Jetzt bewegt er sich. Jetzt bewegt er sich. Okay, ist der... Oh, oh, oh. Ey, gerade so gekriegt, Alter. Ey, schon wieder umstritten, ey. Scheiß Helikopter. Scheiße. Aber wir haben das Ding zurückerobert. Alles klar. Passt. Passt. Ja, wir haben wieder ein wenig aufgeholt, auch wenn es nicht viel ist. Wir sind trotzdem in Führung. Das ist echt schon mal, das ist schon die halbe Miete hier. Und ich glaube, die sind oben auf dem Dach hier in dem Gebäude. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich unser Tod, wenn wir jetzt versuchen, da hochzufahren. Wir gucken, dass wir hier unten noch ein bisschen was reißen. Die sind aber alle hier oben, ey. Aber du kommst ungesehen jetzt nicht hoch. Wenn oben die Tür aufgeht, bist du gleich tot. Fuck. Junge, lad nach, Alter. Glück gehabt. Oh, wow, wow, wow. Ob das jetzt gut ist, ich weiß nicht. Ah, komm. Oh, Mann, er muss dann nachladen. Er muss dann nachladen, weißt du? Ey. Er muss unbedingt dann, wenn wir da stehen, muss er nachladen, ey. Oh, Gott. Scheiße, wir hätten das Ding einnehmen können. Fuck. Ja, wir haben neuen Aufsatz freigeschaltet. Oh nee, Alter. Nicht schwer Tränengas hier. Das ist so brutal immer. Ja, ich habe hier so eine scheiß Position, ne? Scheiße, jetzt wissen sie, dass hier jemand ist, weil die mich getroffen haben. Ich hab ja eine Granate. Aber wir müssen uns verpissen. Das überleben wir nicht sonst. Alter, dieses Tränengas ist so übertrieben overpowered, finde ich. Es kann sein, dass hier jemand kommt jetzt. Jemand von uns. Und hier drüben snipen sie. Scheiße.
Oh! Alter, ein Blick nach unten und schon kommt einer von oben, ey. Das ist schon ja so geil. Mann, das Blöde ist echt, dass die sich dann immer so verschanzen da oben, ja. Du hast dann keine Chance, weil die campen da oben sowas von rum. Das ist scheiße einfach, ja. Die können sich die ganze Base hier holen, einfach nur, wenn sie oben drum rumgimpen. So ein bisschen stresst mich das, weil das macht auch wieder das ganze Spiel kaputt hier, ne? Ich glaube, wir gehen ja woanders hin. Wir feuern eine Granate und dann verpissen wir uns. Ja. Wir gehen woanders hin, das bringt hier nichts. Das bringt überhaupt nichts. Okay, wo gehen wir hin? D ist wieder weg. A hörten wir noch. A und D. Wir springen runter. Das geht deutlich schneller hier, als wenn wir hier jetzt wieder rumgimpen und mit dem Aufzug fahren. Das ist ja total behindert. Komm, Baby! Wir gehen wieder hinten rum. Nur für alle Fälle. Also ich würde hinten rumgehen, weil vorne wissen sie ganz genau, dass da die Leute kommen. Hier hinten würde ich es mir zwar auch denken, aber ich glaube, hier hat man einen deutlich besseren Start, wie als wenn man auf der anderen Seite umhergimmt. Ganz langsam, Junge, ganz langsam. Unser Heli, okay. Das passt. Wir holen uns das Ding hier. Oh, ich höre jemanden. Das war, glaube ich, nicht von uns, oder? Einen richtig schönen Schuss verpasst hier. Den Typen haben wir, alles klar. Gimp! Okay. Oh, scheiße. Jetzt haben sie wieder jemanden abgesetzt hier, glaube ich. Oder er hat schon direkt getötet. Oh, Mann! Ah, fuck, Alter! Immer von derselben Ecke, weißt? Immer von derselben Ecke kommen die. Und ich bin jedes Mal der, der drauf reinfällt. Jedes Mal. Komm, komm, komm. Das ist ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel hier. Die haben uns rausgeschmissen. Oh, da drüben sniped jemand, glaube ich. Oh, du hast ihn gekriegt. Sehr gut. Er hat ihn sich geholt, der Kollege. Dann ist ja alles cool. Dann ist ja alles cool. Oh, da unten. Ich versuch's mal. Naja, die Leute, die einen zuerst sehen, ne, die haben natürlich auch dann einen gewissen Vorteil, was ich jetzt nicht hatte. Aber ich habe den Kill noch gekriegt, das ist gut. Da drüben ist einer von uns, wir springen auch wieder hier runter. Nehmen wir mal zu B vielleicht. Oh, 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 oh. Scheiße! Ich will nicht sterben! Oh, Junge! Schieß doch, Alter! Ey, weiß auch nicht, hat der jetzt Ladehemmung gehabt oder was? Warum schießt der nicht, der Typ? Ja, wir haben gekriegt. Mit der M39 EMR. Ich glaube, mit der Waffe habe ich noch nie gezockt, Alter. Das ist hier Premiere. Ich glaube, die wird cool, wenn man neue Aufsätze hat. Dann wird die, glaube ich, ganz geil. Aber wenn man nix hat, ist die ein bisschen, ja, also für einen Fernkampf auf jeden Fall nicht geeignet. Das steht auf jeden Fall fest. Was sind denn die Typen schon wieder? Ich weiß auch nicht, wo die sind hier. Wir können hier nur so ein bisschen spekulieren. Ich versuche einfach mal hier drauf zu landen, aber es wird wieder nichts. Das war ja auch wieder ganz klar. Große Klasse. Großes Kino. Oh. Was macht er denn hier, Alter, mit einem ADAC-Helikopter? Er flippt aus. Alter! Von da drüben ist... Von wo? Hä? Von da drüben, oder was? Alles klar. Er campt. Also gut, Leute. Also gut, alles klar. Was haben wir hier? Ich bereue es zwar wieder, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Die Raccoon nehme ich bei Battlefield 4 auch immer. Die ist geil eigentlich. Ich
prügel das mal rein hier. Eine hässliche Tarnung haben wir noch mit drauf hier. Dschungelsplitter, damit es nicht ganz so beschissen ausschaut. Alter, was mache ich denn schon wieder an den räudigen Drecksau? Bin ich denn hier? Muss mal zum Reinkommen, okay. Die muss jedes Mal nachladen. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Ist aber bei Battlefield 4 auf jeden Fall nicht anders. Der Typ... Was ist denn? Wo sind wir denn hier? Warte mal, ich muss erst mal kurz mich mal orientieren. Der ist da oben links, ist der. Und vielleicht kriegen wir ihn. Wenn wir nicht vorher getötet werden von irgendwen anderen. Oh scheiße, die Base hier ist auch in... Wird auch angegriffen. Muss mal gucken, wo der... Oh, fuck! LOL! Sag mir alles! Haha, geil. Ey, das war ein richtiger Reflex. Das war ein richtiger Reflexschuss, Alter. Oh, da hinten der Hockteiler, Oh nein! Oh Mann, Alter, warum ist das kein Headshot geworden? Komm, du Pisser, steh noch mal auf hier. Oh, ich glaube jemand. Oh nein! Alter! Ist das geil. Junge, hau noch um hier! Ich hab mir echt schon wieder gekriegt. Schnell nachladen das Teil, falls hier noch jemand kommt. Es kann sein, dass hier unten jetzt jemand hochkommt, ich weiß es nicht. Aber es ist, glaube ich, einer von uns hier gewesen, wenn ich mir das Auto anschaue. Oh, der sniped jetzt auf uns. Ja, Mann! Du blöder Pisser, Alter! Voll weggeholt, den Typen! Ist das geil, Alter. So ein Gimp. Okay, okay, jetzt müssen wir uns da wieder konzentrieren hier. Schluss mit dem Spaß. Okay. Ah, fuck, wir müssen ja mal wieder nachladen, stimmt ja. Ich hab's ganz vergessen. Wow, 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 jetzt müssen wir aufpassen, die werden jetzt hier gekillt. Scheiße, jetzt kommt ja noch jemand. Der will jetzt auf jeden Fall hier hochkommen. Und die sind zu zweit, glaube ich. Scheiße. Die wollen bestimmt hier hochkommen jetzt, ne? Ist das geil, Alter. Jetzt müssen wir aufpassen, Alter. Ist das geil. Ich liebe es. Ich liebe es so. Lad nach, Mann. Ja, Mann. Richtig geil. Die spawnen jetzt immer hier, oder? Ist ja auch voll kacke eigentlich, ne? Oh, scheiße. Scheiße. Fuck, das haben wir vermasselt. Das haben wir verkackt, Junge. Oh, da hinten ist wieder jemand abgesprungen, glaube ich. Es könnte sein, dass hier jetzt jemand kommt. Ich habe gerade jemanden gesehen. Da hinten, aber er traut sich nicht her. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch gleich angearscht, weil die wissen, wo wir sind. Junge, leg dich doch hin, Alter. Komm. Was für eine Reichweite hat denn das Teil eigentlich? Wo kommt er? Von wo kommt er denn, Mann? Der ist ja, der hat den Seil geworfen, glaube ich. Hauen um, Männer! Nun red schon! Geil. Du weißt was, was ich wissen will. Du solltest lieber anfangen zu plaudern. Ist das geil, Alter. Wo stecken sie? Red mit mir, komm. Der muss halt sitzen, ne? Wenn der nicht sitzt, hast du verkackt. Aber wenn der sitzt, dann ist geil. Dann ist geil. Ist hier keiner, der noch ein bisschen rumsniped? Ich glaube, so langsam sollten wir uns hier echt mal verpissen, Alter. Die verbünden sich und dann prügeln die uns so weg.
Alter! Junge, er muss jetzt nachladen! Scheiße, jetzt haben wir die Arschkarte, glaube ich. Jetzt holen sie uns. Der ist umgefahren worden. Das ist gut, glaube ich. Ja, Mann. Alter, weggeholt den Typen. So geil. Sniper-Action hier auf der Map, Junge. So gehört sich das, Alter. So gehört sich das Teil hier. Wo sind die Pisser, die Räudigen? Müssen wir so aufpassen. Ich glaube, da die snipern hier sau gerne von. Oh nein, ich weiß auch nicht. Oh, scheiße, hier ist wieder einer unten. Wir sollten gucken, dass wir hier nicht unbedingt den Platz verlassen, weil ich glaube, der ist ganz cool. Also wir haben jetzt einige Kills geholt. Wäre eigentlich blöd, wenn wir den jetzt verlassen würden, glaube ich. Aber wir müssen gucken, weil da unten ist wieder einer, haben wir gerade gesehen. Und die wollen uns jetzt auf alle Fälle, wollen die uns wegholen. Oh, da unten, da kommt wieder so ein scheiß gepanzertes Auto. Das ist einer von uns. Aber er hat kein C4 bei, hundertprozentig nicht. Hier unten campt hier jemand rum. Nein. Oh, shit. Es kann sein, dass da unten jetzt jemand kommt. Oder auch nicht. Ich meine, ich camp ungern, aber mit Sniper muss man so ein bisschen campen. Wenn man einen Sniper hat, kann man nicht einfach da blöd drauf losrennen. Alter, hat der gesessen, Leute. Ey. King of Raccoon. Richtig nice, richtig nice. Kommt unser Heli, okay, das passt, das sehe ich ein. Alter, wir haben hier gerade einen richtigen Sniperlauf. Hoffentlich haben wir die Serie noch ein bisschen. Unten ist jemand verkackt. Warum ist hier unten jemand verkackt? Nicht, dass hier jemand jetzt auf dem Weg hoch zu uns ist. Aber ich hoffe einfach mal, dass der vorher gesichtet wurde, wenn dann. Und uns jetzt nicht überrascht. Shit, die sind hier unten. Scheiße, die sind unter uns. Und die wollen jetzt bestimmt auch hier hochkommen. Oder ich gehe runter und mach die platt, aber es sind zwei. Es sind zwei, das ist ein bisschen riskant. Ich guck mal. Ich guck bloß. Na, die sind drinne. Die sind in der Tiefgarage. Von hier könnte man, glaube ich, rein. Hier kann man rein, oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Es ist aber weiterhin spannend. Das ist weiterhin knapp, Alter. Wir haben gerade mal 2,6 und die haben 151. Also so enorm viel konnten wir jetzt noch nicht aufholen, leider Gottes. Wer ballert hier auf mich? Von wo? Ach, von da drüben. Getroffen haben wir, aber es reicht nicht. Ich glaube, er ist tot. Aber wir haben leider keine Assist gekriegt. Das ist schade. Doch, jetzt. Oh, fuck, 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 fuck. Voll daneben. Wo ist er? Oh, fuck. Von wo? Scheiße, jetzt steht irgendwo einer, wo wir nicht wissen, wo der Typ steht. Das ist jetzt schlecht. Vielleicht auch oben drauf auf dem Gebäude. Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Es könnte sein. Gucken noch mal, ganz vorsichtig. Oh, die Zeit ist zu Ende, Mann. Haben wir gewonnen, das Teil. Yes! 24-15, Mann. Eigentlich ein saugeiles Ding, fand ich. Fand ich auf jeden Fall cool. Leute, schreibt mir mal einen Kommentar, wie ihr die Facecam-Geschichte findet, ob ihr davon mehr sehen wollt, wie es euch gefallen hat. Natürlich auch das Video bewerten mit einem Däumchen hoch, ja. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr ein Däumchen hoch gebt, dann schreibt bitte auch einen Kommentar, ja. Kommentare sind so wichtig für mich. Und deswegen wäre es echt cool, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Leute, wir sehen uns demnächst wieder. Vielleicht mit Facecam, vielleicht auch nicht. Bis dann. Ciao.